Denke, Papa. Ich muss auch unbedingt wieder Planet Zoo spielen. Wo ich da gerade mit Hurung und Sonnenbär lese. Ich muss unbedingt Planet Zoo spielen. Oh, danke, ihr Süßen. So, dann geht's weiter. Hilfe. Okay, so. Wir sind wieder auf Weg. Also nach Wasserau einmal. Das ist der Wein. Auf, nach Wasserau. Wohin noch etwas Wegzehrung? Damit ist der Wein von gestern auch alle. Ich glaube, der letzte Rotwein, den wir hatten. Oder der vorletzte, ich weiß es nicht genau. Dann helfen wir mal Bingo weiter. Vielleicht schaffen wir es ja so genau aus dem Auenland. Das Buch der Taten werde ich jetzt nicht komplett machen. Das werde ich dann auf Screen irgendwann mal fertig machen. Ich wollte ja noch einen Link teilen. Stimmt, wolltest du das im Stream machen? Weil dann würde ich das gerne nochmal versuchen. Wenn es im Stream ist. Weil ich hatte jetzt gestern mal ein Häkchen rausgenommen, in der Hoffnung, dass das jetzt funktioniert. Gestern nach dem Stream. Hatte ich mal geguckt. Da irgendein Fehler eingeschlichen hatte. Wobei ich glaube, VIPs dürfen sowieso. Ich glaube, du brauchst sogar gar keine Erlaubnis. Wenn du es machen möchtest. Ist ein Link von einem Streamer, der Musik für Streamer macht. Hat man Lust, das zu schauen? Würde ihn gerne unterstützen. Ist sein Herzensprojekt. kannst es gerne reinschicken. Kannst gerne Stream reinschicken. Ich meine, du als VIP müsstest sowieso dürfen. Ich meine, ihr dürft Links teilen. warte. Muss ich einmal ganz kurz rüber. Dahin. Und hinzufügen. So. Perfekt. VIP ist raus. Wir kommen bei den VIPs. wenn ich wüsste, wie. Also eigentlich nur den Link kopieren und dann mit Paste in den Chat rein. Eigentlich. Willkommen bei den VIPs, Mappa. Okay. Ansonsten kannst du es mir auch privat schicken und ich schick's rein. so. Jetzt will ich einmal wieder hier zurück. das Inventar ist jetzt VIP. Ja. So. Ja, perfekt.
Okay, damit ist bestätigt, VIPs dürfen Links senden. so. Warte mal. Geh ganz kurz einmal drauf. Und speichere mir das einmal ganz kurz. Das ist jetzt deine YouTube-Seite. Alles gut. Ich speichere mir das einmal ganz kurz. Lesezeichenliste. So. Gespeichert. Perfekt. Dann schaue ich das später mal rein. Nur ein Grund, die 21.000 mehr zu sparen. Das stimmt, Tyrus. Das stimmt. Also VIPs ist. Oder VIP ist echt ein sehr guter Grund. Damit kannst du einiges machen. Zumindest kannst du halt einfach ungefragt links reinteilen. Ohne dass du eine Sperre kriegst. Und von mir für immer VIP. Ach ja. Ich bin falsch abgebogen. Hier geht's nicht nach Wasserau. Oh, mir fehlt noch 6 Taler. 6 Goldtaler fehlen mir für ein großes Haus. Ich brauche noch 6 Goldtaler. Da muss ich jetzt aussparen. Ja. Solange wir ihr VIP sein wollt, dürft ihr dann VIP sein. Wenn ihr irgendwann sagt, nee, wird doch kein VIP mehr sein oder, ne? Dann würde ich es natürlich rausnehmen, aber sonst, so lange bleibt ihr dann. Wir haben, meine ich, warte mal. Ich glaube, 16 Plätze. 16 VIP-Plätze haben wir noch. Oder 15, ich weiß nicht genau. Dann haben wir jetzt noch 17k. Oh je. Naja, aber so oft wie ihr zuseht, geht das recht schnell, denke ich. Gold, easy. Ja. Nicht ganz. Ich bin bei 1 Gold, 614 Silber und 82 Bronze. Ja. Weil ich meine, dass die normalen großen Häuser kosten halt 7 Gold und dann noch ein paar zerquetschte. Nur wenn du das möchtest, Suet. Nur wenn du das möchtest. Ich möchte halt einfach ein Haus haben, weil ich Angst habe, dass ich irgendwann nicht mehr an ein Haus rankomme. Ich weiß, es klingt doof, aber ich möchte unbedingt ein Haus haben. In FF14 kriege ich kein Haus. Auf meinem Privatschau habe ich mir ein kleines Haus geholt. Ein ganz kleines. Bin ich hier richtig? Ich hoffe. Ich komme so selten zum Stalken. Ich brauche ewig, bis ich die Punkte zusammen habe. Ach was. Ach was. Gasthof zum grünen Drachen. Darf ich kurz mit euch sprechen? Findet das Zwergenfass, okay. Hallo Bingo. Ah, da seid ihr ja. Und ihr habt meinen Spazierstock mitgebracht. Sehr gut. Er wird mir bei den Wanderungen sicher eine große Hilfe sein. Ich habe das Gasthaus zum grünen Drachen aber nicht nur wegen des Biers aufgesucht. Auch wenn es sehr gut ist und ihr es probieren solltet. Nein, ich wurde von einigen neugierigen Hobbits verfolgt und bin hierher gekommen, um ihnen aus dem Weg zu gehen. Iron, vielen, vielen lieben Dank für 100 Bits. Vielen, vielen lieben Dank. Einfach weil ich es mal kann. P. Oh, danke. Super lieb von dir. Jetzt habe ich den Faden verloren. Warte. Hier, ich glaube, wir sollten uns aus der Stadt stehlen und durch die Sümpfe um Froschmoorstätten schleichen, damit wir unbehelligt weiterziehen können. Treffen wir uns in Froschmooren. In den Froschmooren so. Das sind tolle Bilder. Richtig, richtig, richtig. Richtig Kunst. Okay, das geht.
Das ist schön. Dunkel in den Froschmooren. Finde das Zwergenfass. Ah, das ist da oben. Okay. Gut. Trällen auf unserer Pfeife. Ich bin sehr schön, ihr seid meine beiden Lieblingsstreamer. Ich muss auch mal meiner. Na, was kommen. Ja. Alles gut. Ich freue mich auch, wenn du einfach nur da bist. Ich glaube gar nicht, wie viel mir das bedeutet, wenn ihr immer so fleißig reinschaut. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich eure Namen im Chat lese. Ich finde das schön. Tatsächlich, als ich angefangen habe mit dem Ganzen hier, habe ich nie damit gerechnet, dass irgendwann mal so viele von euch immer wieder reinschauen und immer dabei sind und ihr so viel Spaß habt. Ja, es bedeutet mir echt viel. Also eigentlich muss ich mich eher bei euch bedanken in dem Fall. Ist einfach nur schön mit euch. Noch. Oh. Hast du irgendwas anderes vor, Iron? Ich glaube, wir sind die neugierigen Hobbits los, aber der Umweg, den ich gewählt habe, könnte sich nun als wenig hilfreich herausstellen. Ich hasse Frosch und Kröten, müsst ihr wissen. Ihr bloßer Anblick lässt mich schon vor Angst erstarren und ich komme keinen Schritt weiter. Nein, sag das nicht. Ich dachte, Froschmohren sei vielleicht nur ein eigenartiger Name. Ich wusste ja nicht, dass hier so viele dieser Biester leben. Schleimige, quakende Teufel. Könnt ihr einige der wilden Hügelkröten ausschalten, die hier unterwegs sind? Nur so viele, dass ich zurück auf die Straße kann. Ich wäre euch wirklich furchtbar dankbar. Okay, welche ist aber meine Pepsi gesoffen? Jetzt muss ich Wasser trinken. Oh. Also ich habe hier noch ein bisschen Rotwein anzubieten. Saft. Eine Cola, die ich noch gefunden habe, wo auch immer ich die her habe. Ich habe keine Ahnung, wo ich die Cola gefunden habe. Ich glaube, die war noch in einem Rucksack vom letzten Wanderausflug. Die ist aber noch bis Silvester haltbar. Also, ne? Passt schon. Wieder mal einen Hype-Train lostreten. Hätte mal wieder Bock drauf. Leg los! Aber Hype-Train dauert ein bisschen, glaube ich. Ich weiß gar nicht genau, wie sich der Hype-Train genau lostritt. Er passiert einfach. Oh, okay, er passiert. Fast. Fast. So. Danke, Hybrid. Ja, so in der Art. So in der Art kommen die Hype-Trains zustande. Ich soll ja Kröten töten, ne? Danke für 200 Bits, Hybrid. Da fliegen sie. Ich weiß nicht, wo die Kröten sind. Da sind die Kröten. Und nochmal Kröte. Hallo. Komm hier, meine Kröte. Sind sie die richtigen, oder? Ja. Kröten. Danke, Aaron, für dein Resub. Im zweiten Monat. Ah, ihr süßen Emotes. Weißt du nicht, wo die anderen plötzlich schon wieder herkommen? Die anderen Emotes. Da ist noch eine Kröte. Ihr wollt den Hype-Train unbedingt los. Reden, oder? Ihr wartet da nur drauf, ihr merkt das schon. So, Kröten haben wir erledigt. Hier hinten sind aber noch Quests. Ich dachte, hier hinten wären nur noch Anfänger-Quests.
Bitte wartet eine Minute. Nee, das ist eine 10er. Darf ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Nee, das brauchen wir nicht. Ist hier noch jemand? Hier drin, ne? Ihr da! Dürfen wir kurz mit euch sprechen? Okay. Hopfen können wir gern sammeln. Das ist da vorne das Handwerk. Mappa von Elb, mein Name. Oh. Ich. Wir bauen nur mehr Kröten. Kröten. Kommt hier meine Kröten. Ich will jetzt schon wieder was von mir. Achso. Okay. Werbung. Wo ist denn der Hopfen? Ich glaube, da hinten ist Hopfen. Ist zwar ein komischer Hopfen, aber es soll ja auch Froschhopfen sein. Sind ja noch ein paar Minütchen. Hybrid. Oh, Iron, danke für 100 Bits. Sowas. Oder von jemand anders? Oh, ihr seid verrückt. Ihr seid verrückte Sampfoten. Ganz verrückt. Verrückt und super lieb. Ich weiß gar nicht, wo hier überall Hopfen sein soll. Bin so schlecht. Okay, nee, das ist kein Hopfen. Das ist das Hündel. Ich glaube, es muss innerhalb des Timers so viel wie möglich, glaube ich. Ich glaube, eine gewisse Anzahl an Bits und eine gewisse Anzahl an Subs muss, glaube ich, da sein. Noch läuft er nicht, nee. Noch nährt er sich nur. Und hier ist kein Hopfen mehr. Wo ist der Hopfen? Nein, du bist ein Keiler. Brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Roschmore. Hopfen. Hopfen, wo bist du? Da ist noch Hopfen. Aber dann haben wir trotzdem erst 6 von 12. Ey, so unterbrichst du mich. Aufgehoben. Klappt leider nicht immer Hybrid. Aber trotzdem vielen, vielen lieben Dank für die Bits. Vielen, vielen lieben Dank. Ich mag Züge. Da hinten ist noch Hopfen. Der Hype-Train kommt bestimmt nochmal Hybrid. Man muss bedenken, es ist Ende des Monats. Es ist Ende des Monats. Nicht mal ich habe mehr Geld. Ich weiß noch nicht, ob ich genug Geld dort drauf habe für die nächste Rechnung, die ansteht. Doch müsste ich eigentlich. Aber ich habe zu viel für Geburtstagsgeschenke für meinen Großvater ausgegeben. Ich habe schon wieder zu viel Bücher für ihn bestellt. Er wird mir den Kopf abreißen. Aber es ist nun mal eine Bücherei gewesen. Da ging es nicht anders. Da musste ich Geld ausgeben. Bahn ist nicht harte Droge. Entzug und du bist weg. Ja, ist so, ne? Alter, wo sind denn die letzten 2 Hopfendinger? Da funkelt noch was.
wenn die auch was machen, dann killst du mich. Das tue ich schon für jeden Jumpscare, der reinkommt. Innerlich. Da kill ich dich jedes Mal für. Wobei nicht nur dich, derer auch. Den kill ich da genauso für. Wieso soll sich da keiner gezwungen fühlen? Sollen nur noch mal gesagt werden? Mann! Warte. Ich gehe jetzt hier rein und komm nicht mehr raus. So. Ich bleib jetzt hier im Käfig. Schnüff. Machen die hier eine Hausbelagerung? Warum stehen die davor? Muss man nicht verstehen. Hi. Seid gegrüßt. Ja. Juhu, Stufe 16. Kann ich jetzt noch mal... Nee, leider gerade keine Punkte. Da leider auch nichts. Hm. Ich kann ja da jetzt doch keine Ufer, ist gar nicht so weit weg. Also, sagen wir es mal so, Hannover ist von mir 30 bis 40 Minuten entfernt. Naja, 30. Je nachdem, wie der Verkehr ist. Also, so weit ist es gar nicht. Es klingt halt nur weit. Also, so an sich. Der Weg zieht sich halt einfach, wenn man in die Stadt möchte. Mit Zug dauert es lange. Weil ich zu den Menschen gehöre, ich verpasse immer den Zug, der am kürzesten geht. Ihr werdet es nicht glauben, aber ich habe noch etwas vergessen. Das ich unbedingt mitnehmen möchte. Eine meiner Taschen habe ich bei mir, aber die andere habe ich vergessen. Könnt ihr schnell zu mir nach Hause laufen und sie holen? Ohne die andere Tasche komme ich nicht aus. Sie enthält sogar fast alles, was mich zu dieser Reise bewogen hat. Ihr habt genug der Kröten besiegt, dass ich es zurück zur Straße schaffen sollte. Ich werde weitergehen, während ihr meine Tasche holt. Wir treffen uns am Rand von Balkfurt, wenn es euch recht ist. Wir bräuchten etwas mehr als eine Stunde. Aber nicht so weit weg. Jetzt müssen wir ernsthaft doch mal nach dem Dingens Bichelbinge. Und was habe ich denn? 1, 2, 3, 4. Ach, ich weiß, was ich drin habe. Übersicht entfernen. So. Kröten brauchen wir noch weiter. Wir brauchen noch mehr Kröten. Meine kleinen Kröten, komm. Kommt heraus aus euren Nestern. Und eine noch. Eine Kröte noch. Kröte bewegt sich nicht mehr. So. Kämpf gegen Lobelia die Kröte. Lobelia die Kröte. Du bist nicht Lobelia.
Lobelia. Lobelia, wo bist du? Sind diese scheiß Kröte nicht? Gut, wir nehmen erstmal ein Pferdchen. Dann geht's hoffentlich etwas schneller. Nein, du bist auch nicht Lobelia. Auch nicht. Du. Wir haben Lobelia gefunden. Und tschüss, Lobelia. Komische Geräusche hier. Einen Moment. Achso. Sind wahrscheinlich schlechter. Ja. Dann bleiben wir bei den Schweinswürsten. Wir kriegen einfach kein Geld dazu, ne? Das ist Michael Binger. Dann reiten wir einmal zum Oberbühl. Also einmal in diese Richtung. Mit einem kurzen Halt nochmal in Hobbingen. Weil ich möchte einmal zu Frodos Haus. Man kann sich nämlich hier auch die Hütte von Frodo und Bilbo angucken. Wenn ihr Interesse daran habt. Ja. Man kann sogar, ich meine, auch ins Haus reingehen. Wir sind zwar leider beide nicht mehr da, weil sie zu diesem Zeitpunkt ja das Haus bereits verkauft haben. An Lobelia. Aber sie sind, meine ich noch, also man kann, meine ich, noch reingehen. Da oben. Genau da oben. Reiten wir sogar mal auf der Straße entlang. Weil eigentlich, wenn wir als Hobbit spielen würden, würde uns halt die Quest auch dahin führen. Oder halt, wenn wir das ganze Gebiet durchquesten würden. Wenn wir da irgendwann automatisch hinkommen. Noch eine ganze Weile zu Red. Noch eine ganze Weile. Es ist ja jetzt erst 22 Uhr. Also ich bin noch mindestens 3-4 Stunden. Schätze ich. So, dann geht's einmal hier hoch. Und hier hat man einmal, also sieht nicht originalgetreu aus, aber hier ist der Wohnort mit dem wunderschönen Garten, dem Blick hier rüber. Hier ist quasi das Haus von Frodo und Bilbo. Hier ist Lobelia, sag kein Beutlin. Da ist Lotho. Ich glaube, ihr Sohn war das. Dann können wir einmal hier ins Häuschen reingehen. Ist halt so an sich nichts Besonderes, aber es ist halt irgendwie schon cool, ne? Wenn man sich dann hier die Hobbit-Höhle anguckt. Da ist eine Karte. Wie eigentlich für Bilbo üblich. Von den Eredluin. Breland. Küche.
Wie gesagt, man kann es ja leider nicht ganz so wie im Film machen. Aber es ist ja trotzdem cool. Gar nicht, dass er den Kopf stößt, ist ja nicht mehr da. Ich glaube, dass zu dem Zeitpunkt, wo das hier ist, auch schon die Sakai-Body schon einiges umgemodet haben. Aber was halt wirklich darauf hindeutet, ist halt diese Karten. Das ist halt mega cool. Und halt der Blick über Beutels End und Hobbing. Originalgetreu geht ja, wie gesagt, alles nicht. Ich muss mal wieder die Filme schauen. Ja, ich auch. Ich auch. Weil eigentlich war das ja hier der komplette Gang. Dann ging es ja eigentlich hier noch weiter. Aber ich glaube, das durften sie auch damals aus Copyright-Gründen nicht machen. Deswegen ist ja zum Beispiel auch nicht die Originalmusik drin. Was ja auch schön gewesen wäre. Aber, ja. Aber trotzdem sehr cool, ja, finde ich auch. Und allein der Blick hier. Allein dafür lohnt es sich, einmal hierher zu kommen. Deswegen laufe ich auch so gern durchs Auenland. Weil ich finde das so schön. Ich finde, das Spiel hätte auch noch viel mehr Aufmerksamkeit verdient. Ich hoffe halt wirklich, dass es dann nochmal vielleicht auch ein bisschen grafisch bearbeitet. Auch wenn es wunderschön ist. Aber dass sie vielleicht auch als ansprechender für neue Leute machen. Es ist zwar schön, dass es nicht überrannt ist, wie jetzt zum Beispiel, wenn man in FF14 in Gridania oder Limsa durchläuft und da über 30 Leute stolpert. Oder 100 Leute gefühlt. Aber es ist schon echt leer. Mittlerweile. Und dabei ist das Spiel echt mega, mega cool. Also ich bereue es nicht, neu angefangen zu haben. Gut, der andere Charme mit Kaya bleibt ja natürlich. Wenn er mal wieder Bock hat, können wir dann noch das gerne wieder zusammenspielen, aber jetzt halt so, ist halt schon mega cool. Der Drache! Da unten ist dann halt auch das Fest, ne? So quasi das Fest. Ist halt schon cool. Wir werden aber noch einige bekannte Orte treffen. Einige bekannte Orte. Aber es lehnt sich halt wirklich sehr an die Bücher an. Wir werden dann noch an einen Ort kommen, der im Film gar nicht bekannt ist. Den man aus dem Film gar nicht kennt, der aber eigentlich sogar recht wichtig, finde ich, ist für die Story. Und deswegen ich die Bücher halt tatsächlich lieber mag. Solange es ein Ort und keine Elfen sind. Iron! Es ist wirklich. Ah, die Spinnenplage. Ja, natürlich. Das wäre ehrlich. Okay, das andere brauchen wir nicht. Hier ist noch einer. Bleibt doch und nehmt etwas Tee. Ja. Tut er. Tut er. Aber mehr verrate ich auch nicht. Aber er kommt dran vor. Dürfte ich kurz mit euch sprechen? Und das nicht zu knapp. Einer der Gründe, warum ich das Spiel dann tatsächlich erst recht gespielt habe. Gibt viele Gründe. Unter anderem halt auch, dass man in diese Hobbit-Höhle reingehen kann. Das finde ich halt mega cool. Hilfe in Oberbühl. Ja, Spinnen. Story Quest-Reihe im Game. Ja. Also, beziehungsweise ist seine Quest-Reihe mit der von Bingo Boffin verwoben. Aber ja. Ja. Also ich glaube, so allein, wenn du Hauptstories spielst, kommst du nicht zu Tom, wenn du diese Bingo Boffin Quest machst, die ich jetzt halt gerade auch mache. Deswegen finde ich die halt so geil, weil du dadurch dann auch nochmal so Nebenstränge siehst, die du halt so durch die Hauptstory nicht sehen würdest. Also ich meine, man kommt nicht durch die Hauptstory drauf. Ich bin mir aber auch nicht sicher. Die Hauptstory habe ich immer überflogen, weil ich mich nicht spoilern lasse. Ich erkenne halt nur die Sequenzen. Aber durch Bingo Boffin kommst du definitiv drauf.
Tom Bombadil, Tom Bombadil. Hör auf den Ruf, bei eile bei Feuer, Mond und Sonne. Komm bei Wasser, Wald und Flur, steh uns nun zur Seite. Komm bei Weide, Schilf und Red, aufs das der Not uns leitet. Ich liebe es. Ich habe ja das, oder ich höre ja auch das Hörspiel. Ich muss jetzt gerade mal gucken, von wem das Hörspiel ist. Es gibt ja einmal das Hörbuch, was ja vom Sprecher von Gandalf erzählt wird. Und dann gibt es einmal das Hörspiel. Ich will jetzt aber einmal kurz nachgucken. Ich weiß, ich werde gleich angegriffen. Ja, hi. Vor dir habe ich keine Angst. Das kenne ich schon auswendig. Was ist das denn? Da. Nein, du sollst. Nein, du sollst nicht runterladen. Oh. Ich will nur die Details wissen. Ja, das war vom WDR. Der Hörverlag vom WDR. WDR SWR 2. Wo Rufus Beck, Matthias Hase, Manfred Steffen und so weiter mitgesprochen haben. Von 2010, kann das sein? Ich glaube, das ist älter. Ich meine, es ist älter, weil es damals schon auf Kassette gab. Aber das höre ich auf jeden Fall gerne. Und da wird das Lied halt auch gesungen. Und das ist so cool. Ich liebe es. Also, ich habe mich damals so in die Bücher verliebt. Und ich finde sie auch immer noch besser als die Filme. Obwohl die Filme wirklich mega gut sind und auch zu meinen Lieblingsfilmen gehören. Oder zu den Lieblingsfilmen. Nicht nur einer der Lieblingsfilme, sondern der Lieblingsfilm. Aber die Bücher sind dennoch besser. Allein wegen Tom Bombadil. Eventuell, je nachdem, schaffen wir es heute sogar noch zu Tom. Eventuell. Je nachdem, wie viele Quests hier noch kommen, die man annehmen kann. Die das PS1-Spielen, glaube ich. Alleine wegen Tom. Das haben sie so toll gemacht. Meinst du den ersten Teil von Herr der Ringe? Also, warte mal. Ich versuch mal das Bild von dem Logo zu finden und dann sagst du mir, wo das ist. Auf der PS1 wüsste ich es jetzt zwar nicht, aber... Bilder. Wenn ich es jetzt finde, ne? So. Kann man das auch in groß aus... Warte mal. Gibt's das in groß? Nein, nicht als Produkt, bitte. Wird angegriffen. Warte. Zeig das Bild gleich. Ich weiß halt nur nicht, wie man es größer machen kann. Früher konnte man diese ganzen Sachen auch größer machen. Nein. Ich zeig's einfach mal. Ja. Meinst du das hier? Iron? Weil da kommt Tom Bombadil ja dran vor. Weil das habe ich nämlich auch vor, meinem Stream zu spielen. Weil ich das Spiel so mega geil fand. Das hat mir mein Vater damals geschenkt.
Es gibt selten etwas, wofür ich meinem Vater dankbar bin, aber das gehört damit zu. Und das habe ich tatsächlich mal vorzuspielen. Bei Teil 2 und 3, das dritte Zeitalter. Ja, das dritte Zeitalter. Also, es gibt ja einmal das hier. Ich habe ja, warte, das hier habe ich. Zwei Türme habe ich, Rückkehr des Königs habe ich. Drittes Zeitalter habe ich. Und alle Schlacht- und Mittelerde-Teile. Also, ich besitze alle Spiele hier in der Reihe. Und das dritte Zeitalter möchte ich auch gerne mal im Stream spielen. Da darf ich nur die Bonusszene nicht zeigen. Tatsächlich. Meine ich. Oder zumindest darf ich sie nicht laut direkt spielen. Das heißt, ich müsste vorher den Sound leiser machen. Ich habe das aber bisher noch nicht in Betracht gezogen, weil ich noch nicht wusste, ob da Interesse dran besteht, ob ich das mal spielen soll. Deswegen habe ich das bisher noch nicht ausgegraben wieder. Nee, die Interessen sind ja sehr unterschiedlich. Aber die Herr-der-Ringe-Spiele sind halt echt einfach Kult. Wobei, Hobbit habe ich auch gespielt, aber die Game Boy Advance-Version damals. Die habe ich gut gespielt. Da kam ich aber damals nicht weiter. Nehme an, ich brauche noch mehr Spinnen. Matom. Habe ich hier nicht noch Bezwingertat? Sprengt hier das Genick erhöhen und bei dem heftig. Oh. Nee, Bezwingertat will ich jetzt nicht machen. Ich spare mir die letzten zwei da noch auf, damit ich mir neue holen kann. Bezwingertaten machen wir dann irgendwann mal. Da hinten ist noch was. Oder das Baldur's Gate für die PS2. Warte mal. Da habe ich auch ein Teil, warte mal. Ich könnte auch so aufstehen und das suchen, aber. Das hier habe ich. Dark Alliance 2. Und dann gibt es ja noch den ersten. Gibt ja den hier und dann den hier nochmal. Den habe ich zum Beispiel gespielt. Den fand ich zum Beispiel auch gar nicht schlecht. Da haben ja einige gesagt, oh nee, das ist ja richtig ekelhaft. Ich finde ihn gar nicht so übel. Ich habe beide gern gespielt. Den hier kenne ich halt leider nicht, den ersten. Da bin ich noch auf der Suche nach. Das sieht sonst besser. Da bin ich auf der Suche nach. Ich weiß noch, warte mal. Da habe ich, das ist nämlich aus dem... Da habe ich immer hier die kleine, schlanke, ich glaube Elfe war das. Habe ich gespielt. Oder den Kleriker. Ich weiß, ich hatte damals irgendwie ein Faible, dass ich immer nur Frauen spielen wollte. Mittlerweile ist es mir egal, aber wenn ich die Wahl habe, nehme ich auch immer gern Frauen. Meiner Freundin damals, die war das Spitzohr aus der zweiten Reihe und ich als Frontkämpfer. Ja, ich wäre auch eher das Spitzohr gewesen. Also einen von den beiden wäre ich gerne immer gewesen. Oder halt sie hier. Ja. Oh, es gibt schon geile PS2-Spiele. Nitro hat sie auch gerne genommen. Ist aber auch geil. Ich war der Baba meist. So. Das kann ich trotzdem einlassen. Oh, es gibt so viele geile PS2-Spiele. Oder kennt einer von euch noch die Sly Cooper-Reihe? Oder Sly Raccoon, oder wie das hieß? Mit diesem Waschbär, der so ein Dieb war.
Was auch so zur gleichen Zeit war wie Ratchet & Clank, Jack & Dexter und Spyro und so. Was da auch mit in diese Genre-Kiste mit reingehörte. Ich weiß nicht, ob das nur einer von euch kennt. Krieg im Norm von Herr der Ringe war auch mega geil, ja. Das habe ich sogar schon mal durchgespielt. Aber hatte ich nie. Ich hatte bisher nur den ersten von Sly. Den fand ich halt auch mega gut. Ich finde den seit dem Umzug nur die CD nicht mehr wieder. Leider. Auch Meister Petzold wollen sie dann von mir. Die reiten einfach durch, ne? Würde ich sagen. Die meisten hauen, glaube ich, bis dahin eh ab. Gott, hier sind so viele Bären. Nee, ich muss weiter hoch. Ich habe noch Final Fantasy für PS1 hier. Hast du alle Teile, glaube ich. Fehlen nur ein oder zwei. Ja, habe ich auch. Da fehlt für die PS1 fehlt Teil 6 und 9. Wobei Teil 9 hat mir Frisches quasi zum Geburtstag geschenkt. Das muss ich nur noch kaufen. Er hat mir halt das Geld für das Spiel gegeben. Ich liebe 9. Ja, werden wir hoffentlich auch irgendwann mal hinkommen. Noch turnen wir ja in Teil 2 rum. Wobei wir uns da langsam der Hälfte nähern. Bei der Hälfte von Teil 2 sind wir fast. Sind dann ja nur noch 7 Teile. Wird man unterbrochen hier. Wollte gerade sagen, und jetzt hau nicht ab. Du, da ist das nächste, was wir brauchen. Das können wir jetzt einmal wieder zurückbringen. Dürfte ruhig gerne mal wieder Tag werden. So, dann verkaufen wir noch mal ein bisschen was. So, hier wird die 9 gehandelt. Zwischen 30 und 50 Euro. Ungefähr.